Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. EA Sports and the Korn Ferry Tour are proud to bring you this look at the future stars in the sport of golf. From the home of the Players Championship, TPC Sawgrass, live third round coverage of the Florida Open. Well, if yesterday was any indication, we should be in for a memorable weekend of golf here as we take in the leaderboard on this Saturday. Our leader here on Saturday is our featured golfer. He's got a sizable advantage here as he looks to increase it further. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Baden-Farmer und freue mich, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Und wir wollen die dritte Runde angehen, und zwar TPC Sawgrass. Wir spielen die Korn Ferry Tour und sind beim vierten Event der Season. Und ihr seht es hoffentlich jetzt. Nein, wir sehen es nicht, weil ich aus irgendeinem Grund nicht umschalten kann und auch nicht in die Settings komme, interessanterweise. Denn ich hätte noch mal gerne geschaut, ob nämlich das, was ich die letzte Folge vorgeschlagen habe, dass wir die zweite und dritte Runde nämlich jetzt im 18-Loch-Schnelldurchlauf in Anführungszeichen, das heißt ohne Flyover und weniger Kommentare und Animationen, durchspielen am Stück. Und da grüße ich den guten Tiger Woods, der schon geschrieben hat, er findet es prinzipiell ganz okay und hat auch gemeint, ja, diesmal war es wohl ganz schön knapp mit dem Cut. Nee, natürlich nicht. Wir führen mit einer großen Führung und das liegt daran natürlich, ich gebe es zu, ich habe es ein bisschen verpennt. Wir können es jetzt aber zwischendurch, glaube ich, nicht mehr ändern, dass ich die KI noch bei, ich glaube, 85 habe. Und wir sollten natürlich das für das nächste Event deutlich anpassen, auf jeden Fall auf 90 hochschrauben. Aber nun gut, sei es drum, wir legen los, denn wie gesagt, wir haben 18 Loch zu spielen, sind oder müssten im letzten Flight der Gruppe sein oder im letzten Flight des Events des dritten Tages. Und das heißt, wir können ein bisschen das Feld beobachten, was es so tut. Gut, lasst uns loslegen. Der Wind ist wie in der zweiten Runde jetzt spürbar, definitiv wieder so um die 6 bis 9 Miles per Hour. Und darum spielen wir hier den Ball jetzt erstmal mit einem Fade, hoffentlich auf die rechte Seite des Fairways. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel, viel Spaß. Jo, das passt sehr gut. And that a wonderful tee shot. It's in the fairway here to get this Saturday started. Jo. Second shot straight ahead and we go to Iona Stephen. 136 okay. Is the number. And that wind, it's coming from right to left. So you might need to start this a little bit to the right-hand side. Ja, wir sehen es. Der Wind bläst in uns ziemlich weit rüber. Wir müssen auf jeden Fall versuchen, hier aufs Grün zu kommen mit dem Fade und dem Pitching-Wedge. Ich würde es dann doch lieber ein bisschen länger schlagen wollen. Okay, er kommt auf jeden Fall Richtung Grün, aber ist wieder so ekelhaft kurz, dass er vom Grün runterrollt. Okay. That is always so disappointing from that kind of a spot when you come up short. Yeah, you're licking your chops over that one. A shot you think you could hit directly at the flag. Now, test for the short game. Okay, der Ball wird da vorne auf jeden Fall nach rechts springen. Diesmal aber nicht so stark. Okay. Okay, okay, okay. Und wir wollen ihn doch verhältnismäßig schnell zum Liegen bringen. Ah, und? Na, schade, aber ein sicheres Pärchen sollte das jetzt werden. Okay, und dann schauen wir mal, ob wir jetzt ein Leaderboard angezeigt bekommen. Gut. It's a par here at first. And that's going to keep this large lead right where it is. Jo, also, wir schauen mal. Nee, wir bekommen immer noch da oben keine Möglichkeit des Umschaltens. Das wundert mich jetzt. Scheint mir eher irgendwo gerade mal ein kleines technisches Problem zu sein. Aber wir haben es gesehen. Wir haben, glaube ich, 8 Schläge Vorsprung. Das heißt für uns, wir müssen hier wirklich jetzt nicht auf Teufel komm raus hier die Bahnen spielen, sondern einfach versuchen, hier safe drin zu bleiben.
Und das heißt, hier an dieser Stelle müssen wir einen kräftigen Draw spielen. So sehen wir es besser. Einen kräftigen Draw, um auf die linke Seite rüberzukommen. Und am Schluss bleibt er mehr oder weniger gerade, aber das passt so. Sehr gut. Another good tee shot for him to start the round as he gets another fairway here at the second. So, das Ganze ist ja ein Par 5. 246 Yards haben wir jetzt noch bis zum Stock. Jetzt würde uns der Wind gut helfen. Aber mit dem Holz, glaube ich, wird es nicht funktionieren. Wenn ich das jetzt hier richtig sehe mit dem Hybrid. Wenn der in die Welle kommt, dann springt er nach links. Wenn der natürlich aufs Grün kommt, ein bisschen länger und hoch anspielen, dass er hoffentlich bremst. Okay. Ja, wir müssten eigentlich die Gegenkurve versuchen, damit er nicht ganz so stark rumgeht. Der geht zu weit links. Der geht zu weit links. Der springt nach links weg. Ja, jetzt rollt er uns ein bisschen runter, aber das wird ein schöner Chip, gar kein Problem. Jo, ein Chip. Normalerweise müsste er ja so viel rollen. Okay. Und? Ah, schade. Aber ein guter Chip. Ein Fuß hinterm Loch. Ich meine, viel besser kann man es fast nicht machen. Sehr schön. Auch das wird jetzt das erste Birdie der Runde. Und dann würde ich doch sagen, okay, sind wir wieder im Flow. Finishing off a birdie at number two. And he's got it to minus 18. So, das war ja gestern Abend wirklich eine spannende Geschichte hier mit Victor Hovland und Xander Schaufele. Muss ich ehrlich sagen, die haben sich wirklich nichts geschenkt. Eine sehr, sehr gute Runde von beiden. Ich meine hier einer mit 7 unter, der andere mit 6 unter oder 8 und 7 unter. Also die haben wirklich hervorragendes Golf gestern gespielt. Und da würden wir uns doch gerade mal versuchen anzuschließen. Okay, wir haben hier einen extremen Rückenwind und das Ganze wird uns mit Sicherheit dann vom Grün rollen. Deswegen werden wir den auch mit dem Eisen 8 sehr hoch anspielen. Ein bisschen noch nach links. Okay. Und dann schauen, dass wir den zum Liegen bringen. Okay. Na, geh. Sehr schön. Das passt sehr gut. That's gonna be on the putting surface and a birdie look straight ahead. Let's bring in Nota Begay the third for a look at birdie. And not too much break on this, maybe a little to the right, but it's going back up the hill, so we can't leave it short. So, wenn ihr euch jetzt fragt, natürlich, von was spreche ich eigentlich, wenn ich von Victor Hovland und Xander Schaufele rede, natürlich klar von der Tour Championship East Lake Golf Course gestern in Atlanta. Da war also das Finale des FedEx Cups. Und das war, wie gesagt, ein hervorragendes Match hier, der letzte Flight mit den beiden. Gleich am ersten Loch beide in Birdie gespielt und dann war ja eine etwas längere Gewitterunterbrechung. Und dann, ja, ging es zügig durch und wirklich sehr ansehnlich, was die Jungs da zusammengetrommelt haben. So, wir müssen auf jeden Fall hier einen Berg hoch. Ein bisschen mehr gebe ich dem noch über links. Oben läuft er dann gerade. Okay. Länge vor Richtung. Ja, geht gleich rechts rüber. Das heißt, er läuft definitiv vorbei. Ooh, good speed there. That'll leave just a couple of feet. Jo. Aber auch das sollte wieder ein sicheres Pärchen werden. Denn ich muss einfach sagen, der Platz liegt uns und die Grüns sind auch nicht ganz so schwer. And he'll remain well in control of this tournament. So, ein Par 4 mit 379 Yards. Das Besondere ist auch heute wieder, ja, die Fahne steckt auf der rechten Seite, aber diesmal kurz. Das heißt, da müssten wir wirklich gucken, dass wir weit nach vorne kommen, um einen Schlag mit ein bisschen Spin zu spielen. Aber der Wind, ja, er drückt ihn uns nach rechts. Das heißt, wir werden ihn definitiv hier ein bisschen reinspielen. Okay, und dann versuchen wir, dem Ball ein bisschen mehr Roll mitzugeben. Das passt von der Richtung und jetzt sollte er noch ein bisschen laufen. 267 Yards im Flug. 294.
Und wir haben noch 82 Yards zum Stock. Natürlich mit einem 60er Wedge. Das müssten wir jetzt eigentlich hinten anspielen. Ich habe da ein bisschen meine Bedenken. Oh ja, das ist wieder ein Mordswind. Ich habe da ein bisschen meine Bedenken. Der will natürlich Finesse spielen. Das heißt, dann werden wir nicht so viel Spin haben. Aber ich will den auch nicht im Wasser versenken. Das ist ja verrückt, was der hier mir sagt, was der Wind in den nach rechts rüber treibt. Ja, ich müsste den eigentlich kürzer spielen, aber ich habe so meine Bedenken, dass der wirklich so weit fliegt. Okay. Ja, der ist nämlich doch kürzer. Und wenn er noch ein bisschen spinnt. Eieieiei. Dann haben wir doch wieder alles richtig gemacht. So, 2, 1 Inch. Ein Inch hoch. Über rechts. Über rechts, aber deutlich über rechts. Yeah, that's a well-played hole. It's a birdie here at 4. And he moves to 19 under for the tournament. So, die 5. Und wir sehen immer noch keine Möglichkeiten, in das Leaderboard zu schauen. Aber wir sehen zumindest, dass wir schon 2 von 3 Quests für Chapter 2 hier erfüllt haben. Was wir jetzt noch brauchen, sind 6 Greens in Regulation. Das sollte uns gelingen, hoffe ich doch. Und dann gibt es wieder ein paar Bonuspunkte. So, wir haben Gegenwind. Wir haben Gegenwind. Das macht natürlich die Bahn jetzt extrem lang, gar keine Frage. 460 Yards. Ja, da werden wir ein ordentliches Eisen dann ins Grün brauchen. Da werden wir ein ordentliches Eisen schlagen müssen anschließend. So, wir versuchen ihm wieder etwas Roll mitzugeben. Hauen mal richtig drauf hier hoffentlich. So, und allzu viel macht er nicht mehr. Okay. 193 Yards zum Loch. Eisen 6. So, aber wir haben jede Menge Gegenwind. Deswegen eher ein Eisen mehr. Mitte Grün würde uns ja reichen. Mitte Grün würde uns ja reichen. Und wenn der vorne ankommt, wird er auf jeden Fall noch ein bisschen rollen. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert bei dem Wind. Okay, die Richtung ist rechts vom Stock. Ja, kommt doch fast, ja, kommt er am Stock runter, aber er rollt nicht mehr viel. Das ist gut. Mitte Grün, wieder ein Green in Regulation. Sehr schön. And this really is all about visualization. You've got to see the line in your head, pick out a spot, maybe a foot, foot and a half in front of you and aim for that. Okay, 6 inches down. Ja, der läuft kontinuierlich runter bis auf den letzten Meter. Da wird es dann ein wenig flach und dann fängt er an zu bremsen. Okay, wir wissen Bescheid. Das heißt, wir müssen eigentlich ein bisschen mehr anhalten, weil wir langsamer sind. Okay. Yeah, you had a pretty good run at that, but it won't go down. Still pretty good from there. Ja, da kann man ja auch wieder sehr, sehr zufrieden sein. Alles richtig gemacht. That one finished off. It is a par here at 5. And he's going to maintain that substantial lead. Ja, ich muss ehrlich sagen, das ist eine entspannte Runde, so richtig schön hier zum Warmlaufen. Okay, der Wind, der wird ihn uns jetzt diesmal ziemlich nach vorne treiben. Die Fahne steckt hinten rechts, das heißt, wir müssten wirklich gucken, dass wir uns auf der linken Seite orientieren, weil sonst haben wir ein Problem, um die Bäume herumzukommen. Okay. Okay,
Geht er Richtung Bunker? Nein, er geht vorbei. Wird jetzt ein bisschen, springt zum Glück ein bisschen nach links. Und wir haben freie Bahn zum Stock. Just over 90 yards, all that's left here for his second. So, vorhin ist er, wir haben jetzt Rückenwind. Das ist das Thema. Wir haben ja jetzt Rückenwind. Ja, wir haben wenig Spin. Ich denke, wir haben wenig Spin. Ja, bleibt sofort liegen. Sehr gut. Nothing wrong with that approach shot. Just a little shy of where you'd like to finish up, but still one good putt, maybe a birdie. Yep, und wir haben wieder ein Green in Regulation. Das flutscht ja hier. So. Level, rechte Lochkante wird, glaube ich, nicht reichen. Müssen wir einen Ticken mehr machen. Geht links vorbei. Okay. Not quite on line and that'll drift a couple feet by. So. Tab in. Safely in for par here at the sixth. And he's gonna stay at 19 under par. So, wir sind weiterhin mit 10 Schlägen im Vorne oder vorne dran und der Kollege hinter uns, den wir leider hier in dem Leaderboard nicht sehen, ist da fehlt uns noch ein bisschen was und der Kollege ist jetzt schon fast an der 18. So, jetzt haben wir wieder Gegenwind. Aber wir können den Ball hier definitiv auf die rechte Seite setzen, kein Problem. Zum Stock hin. Genau. Well, that is straighter than straight. Sehr schön, sehr schön. This is where club selection is so important. Second shot into that stiff breeze. Ja, ein Eisen mehr. Ein Eisen mehr. Approach, okay. Und wir werden den definitiv gegen den Wind drücken, damit wir hoffentlich aufs Grün kommen. Ja, die rechte Seite ist halt eben schmaler. Und so sollte der uns doch hoffentlich aufs Grün kommen. Wir werden das Ganze noch ein bisschen erhöht anspielen. Und haben ja ein Eisen mehr. Also, die Kurve macht er. Okay. Bleibt sofort liegen. Und ich denke fast Pin High. Das war wieder eine gute Annäherung. It's a solid shot and a green in regulation, but a little away from the band. Ja, a little away from. Okay. And there's no space for a lapse in concentration here. Perhaps a little bit further away than we would have liked, but a two-putt would be a very good result. Ja, wir sind ein bisschen little away, aber wie gesagt, das soll uns nicht stören. Wir sind hier nicht auf knapp, spitz auf Knopf. Wir müssen hier keine Birdies, wir müssen sie nicht spielen. Gibt zwar später dann immer ein paar extra Punkte, XPs, aber wie gesagt, für den Turniersieg, da liegen wir sehr gut vorne. Ein bisschen mehr. Ich denke, der wird stärker rüberbrechen. Ja, da bricht mehr. Okay. So, ein kleiner Wadenbeißer noch hier mit 2 Fuß. Aber das sollte nicht schief gehen. Okay. That one finished off. It'll be a par here at 7. And he'll stay right where he is. So, die 8, ein Par 3 mit 246 Yards. Also das ist ordentlich. Deswegen haben wir auch das Holz in der Hand. Und wir haben Gegenwind. Also da ist es jetzt fast zu überlegen, ob wir das mit dem Holz machen. Ein hoch angespieltes Holz. Im Zweifel läuft er da hinten in den Bunker. Ja gut, aber wenn wir das Hybrid spielen und lassen es reinrollen. Ich meine, der Wind kommt direkt fast. Ja, der kommt eigentlich direkt entgegen. Wir können natürlich dann versuchen, den hier um das Hügelchen hier. War das nicht die Fahnenposition auch beim letzten Mal? Ich bin gerade ein bisschen so am Überlegen. War das nicht die Fahnenposition? Und wir waren auch zu kurz und mussten hier drüber chippen.
Okay, wir werden hier versuchen, also mit einem leichten Draw den Ball hier reinzuspielen mittig, aber dass er uns dann links rumläuft. Okay. Ja, der Wind hilft da ein kleines bisschen. Jetzt überlege ich nur, sollen wir den noch etwas höher anspielen? Die Kurve macht er. Die Frage ist, kommt er auf dem Grün auf? Der kommt auf dem Grün auf und rollt Mitte rein. Okay, nichts passiert. Wird auch ein relativ entspannter Putt. Okay, that's going to end up right in the middle of the green. Gonna have to take pretty much a full swing at this one with the putter, because this one is into the hill and the hole is cut back. Im Prinzip ist es wenig Break. Und wir müssen ja schnell da hoch. Ein bisschen mehr Speed. Okay. Ja, eigentlich ist es wenig Break. Wir machen ein bisschen mehr. Okay, jetzt läuft er langsam hin. Dankeschön. Sensational. What a putt there. From a long way out. That somehow goes down for a birdie. And he gets it to 20 under par. So, Daily Quest 2. Jetzt steht da irgendwas noch von einem Sand Safe, also müssen wir den praktisch nochmal in den Bunker spielen. Okay, die 9, eine wunderschöne Bahn, eine sehr trickreiche Bahn, und der Wind hilft uns, dass der Ball vom Wasser weggetragen wird. Also müssen wir eigentlich keine Kurve spielen. Das ist insofern ganz gut, und wir machen ein bisschen Länge, aber je weiter er natürlich nach links rüber rollt, desto mehr müssen wir den dann über die Bäume rüber spielen, sollten wir das Grün anspielen wollen. So, jetzt schauen wir nochmal. Ich glaube, ein bisschen mehr Draw könnte nicht schaden. Aber wir gehen dann trotzdem sicherheitshalber mal ein bisschen mehr nach links. Ich will eigentlich wirklich nicht, dass der Ball da hinten irgendwo ins Wasser rollt. Ja, wir müssen es nicht übertreiben. Wie gesagt, es ist keine Notwendigkeit. So, schön locker durchgeschwungen. Er hat den Draw richtig sauber angenommen und landet Mitte Fairway. Wird noch ein bisschen rollen, denke ich. Jo. 297 Yards, knapp nicht die 300 geknackt. So, jetzt sehen wir es auch hier. Ja, das reicht einfach nicht. Da haben wir zu wenig Power, aber wir müssen gucken. Ah, nee, der Baum da hinten. Ja, okay, alles klar. Alles klar, wir spielen den hier rein. Und dann müsste der Wind ihn ja hoffentlich so rumdrücken. Ja, das sieht eigentlich nicht verkehrt aus. Ja, er läuft schön rein, sodass wir da einen guten Pitch machen können. Wir müssen nicht über die Bunker spielen. So, er wird nach links, nach rechts wird er springen. 52, wir müssen dem schon ein bisschen Roll mitgeben. 52, 44, ja, ich will aber nicht, dass er hinten runterrollt, weil sonst haben wir nämlich ein Trouble. So können wir auf jeden Fall immer noch das Birdie spielen. Schon interessant, warum der Wind uns sagt, dass der nach links geht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dann müsste das ja so passen. Ja, ist doch nach links gegangen und, komm, bleib liegen. Sehr schön. And that a little beyond the hole, but a good shot. Ah, den doch der Wind mehr nach links gedrückt. Okay. Percentage from here. This for birdie. So, es geht wieder ein bisschen bergab. Das heißt, wir gehen etwas näher ran. Linke Lochkante wird, glaube ich, nicht reichen, weil es breakt von Anfang an. Deswegen machen wir ein bisschen mehr. Sauber! So, jetzt sehen wir mal das Leaderboard. 11 Schläge Vorsprung. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es jetzt aufrufen können. Nein, immer noch nicht. Okay, wir müssen noch ein Green in Fairway treffen. Ein Green in Regulation. Okay, ich denke, das wird uns hier auch gelingen. An der 10, die hat 404 Yards, ein Par 4. Ups, da müssen wir lang. Okay, wir haben Gegenwind und er wird uns den ein bisschen nach links drücken. Das ist insofern okay. Wir werden den etwas flacher spielen
damit er hoffentlich etwas mehr Roll hat. Oh, der geht aber gleich nach rechts. Der geht mir etwas zu viel nach. Ah, das passt. Das passt. Der ist ja auch nicht so lang. Also kommt er gar nicht bis zu den Bäumen. A wonderful Saturday of golf here and this another fine tee shot. Now note his second from the fairway. It's about 137 yards to the front, 148 to the hole, coming off a birdie at the previous hole, looking to go back to back. So, wir sehen es. Der Wind macht hier echt Geschichten. Der Wind macht hier echt Geschichten. Wir wollen wieder Mitte grün. Wir haben aber Gegenwind. Das heißt, wir müssen hier eigentlich länger schlagen. Das Neuner wird sowieso relativ schnell zum Liegen kommen. Naja, ich denke, das müsste so passen. Ja, wir können, glaube ich, noch ein bisschen nach links. So. Ja, das sieht gut aus. So, da droht ja schon wieder ein Birdie. Und hinein damit. So, jetzt müssen wir doch ein Quest geschafft haben. So, 22 unter Par. Ein Par 5, die 11. Ah, ja, genau, das ist dieses Par 5. Klar, da müssen wir mit dem zweiten übers Wasser und haben da vorne diese große Bunkerlandschaft. Wir müssen über die linke Seite, damit er uns den Ball nach rechts drückt. Okay, und wir möglichst weit links bleiben. Dann werden wir das so mal versuchen. Sehr schön, das passt. Komm, lauf noch ein bisschen in die Sonne. Sehr gut. 245 mit dem Holz. Ist natürlich, wie gesagt, schwer anzuspielen, aber jetzt steckt die Fahne hinten. Das heißt, wir haben sehr viel Platz, um den Ball laufen zu lassen. Und im schlimmsten Fall rennt er uns in den Bunker. Und ihr wisst ja, im Quest steht, wir müssten noch einen Sandsave machen. Ein Sandsave. So ist es wohl eher richtig. Okay. Das Problem ist natürlich, dass er aufkommen muss. Wir können den etwas höher. Ja, der wird auch nach rechts springen, denke ich. Ja, warum nicht? Wir können ja mal ein bisschen was probieren. Ein bisschen mehr nach links, ein bisschen mehr hoch anspielen. Die Kurve zum Stock macht er sogar zu viel, deutlich zu viel. Okay, der landet im Sand. Ist der aber hart. Da rollt er aber. Gut, jetzt haben wir unsere Chance auf einen Sandsave. Yep. Okay, also Sandsave heißt in dem Fall, wir müssen ein Paar spielen. Weil das wäre ja, der dritte wäre fürs Grün. So, ich persönlich bevorzuge ja immer den berühmten Pick, damit er möglichst schnell liegen bleibt. Wir werden aber ein kleines bisschen hinter den Stock gehen. So, ein bisschen von da. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Okay. Sehr gut. Yeah, big explosion. Got it to stop quickly and that will be a birdie opportunity coming up. Ja, so sehe ich das auch. So sehe ich das auch, dass das eine Birdie-Chance ist, die wir uns hoffentlich nicht entgehen lassen. Jetzt müsste es doch im Kästchen klingeln. Consecutive birdie. And he's gonna move to 23 under par. Yep. 58 Greens in Regulation. Und haben wir noch das andere hier? Quest completed. Und dann haben wir doch noch einen Quest gehabt mit Sandsave. Dann schauen wir mal, was passiert. So, das ist das Driving. Das Par 4. Das Drivable Par 4. Wir haben den Wind, dass der uns den richtig schön nach links drückt. Das ist echt gut. Das hilft natürlich. Aber wir dürfen auch nicht zu viel, weil sonst springt er uns da in den Bunker. Nee, Freunde, dann gehen wir ein bisschen weiter nach rechts. Und? Ja, lauf geradeaus durch. Sehr schön. Turning out to be a wonderful Saturday of golf here and this, another fine tee shot.
Yep, so sehe ich das auch. Tee shot left him here. Now his second from relatively close range. So, was haben wir da vorne? Es springt, ja, der Wind wieder. Also das heißt, wir machen definitiv ganz stark nach rechts, weil wenn er aufkommt, wird er springen. 40, 32. 40, 32. Geht es ein bisschen runter? Ich sehe es nicht. Wir gehen lieber ins Vorgrün, dass er hinrollt. Dann müsste er nämlich ein bisschen bremsen. Genau. Aber der ist schon sehr weit jetzt nach links geflogen. Okay, it's not stone dead, but that's not too bad. Genau, so sehe ich das auch. Von der Lage hervorragend, weil wir haben keinen Break. So, es geht ein bisschen nach oben. Also, sieht das doch so aus, als könnten wir diese Herausforderung meistern. Ich sehe keinen Break. Ein kleines bisschen ganz vorne am Loch, aber das sollte nicht stören. Wenn wir genauso selbstbewusst putten wie... Okay, Freunde, jetzt hat uns dann doch das Selbstbewusstsein bestraft. Zum Glück war das nicht dann der 18 und der Putt zum Stechen sozusagen. Also insofern brennt hier nichts an. That one safely in. It's a par here at 12. And he'll remain at 23 under par. Ja, jetzt sehe ich gerade, also die Jungs sind dann doch noch unterwegs an der 13. Da habe ich mich dann wohl ein bisschen verguckt, dass ich dachte, da wäre hier die Führenden noch an der 17. Oh ja, das geht aber extrem. Und wir müssen natürlich wieder aufpassen, dass wir hier, ist nämlich eine kleine Welle hier auf der linken Seite. Das ist dann die Welle, die man ja nutzt, wenn dann, ich glaube, der Stock, ich überlege gerade, am Finaltag müsste er hinten stecken. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt schauen, dass wir hier hochkommen. Und auch da sieht man hier eine kleine Welle. Also das ist so ein kleines Plateau im Plateau. Nicht einfach. Ja, und der Wind drückt den natürlich unheimlich da rein. So, jetzt müssen wir uns überlegen, mit welchem Eisen das Fünfer. Ich würde eher das Sechser nehmen, damit er dann hinrollt. Ja, und wir gehen noch ein kleines bisschen rein, weil er ja kürzer bleibt. Ja, die Kurve nimmt er nicht so stark an, aber er geht eigentlich Richtung Stock. Okay, so schlecht war er gar nicht, aber die hätte er etwas höher anspielen sollen. Green, so, jetzt haben wir einen Chip mit 3. Er wird nach links springen. Wir müssen gucken, dass er nicht zu lang wird. Eine ganz leichte Ausholbewegung. Ah, die war ein bisschen zu leicht, oder? Naja, gut. Gut, ein Fuß. Das kriegen wir gewuppt. Right, it's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. Jo, ein Pärchen an diesem Par 3 ist auf jeden Fall sehr schön. Herzallerliebst, würde ich sagen. Right where he is. So, jetzt muss ich erstmal meine Kehle etwas anfeuchten. Die 14, 486 Yards und dann kommen wir schon auf die spannenden, richtig spannenden Löcher. Wir haben Wind, jede Menge Wind nach rechts und wir wollen ja auf jeden Fall auf die rechte Seite des Fairways. Denn nur so schaffen wir es dann auch eigentlich gechillt, ein Eisenschlag ins Grün, denn 486 Yards sind ordentlich und er sollte auch auf jeden Fall ordentlich rollen. Okay. So, ein bisschen Power verloren im Durchschwung. Ah, der bleibt hoffentlich oben. Ja. So, das dürfte wieder ein Eisen 6 sein, richtig. Oh ja, die Fahne steckt natürlich exklusiv. Da müssen wir auf jeden Fall richtig reindrohen. Soweit links anhalten ist nicht gut. Eisen 6, Eisen 7. Eisen 7. Ah, das wird spaßig. Das ist jetzt wirklich nicht gerade die beste Position.
Okay. Ja, das geht sich aus. Das passt. Pin High, so wie ich das sehe. 15. 16 Fuß zum Loch. Well, that's how you play the game right there. Knock it on the green and give yourself a good look at birdie. So, es geht bergab. 5 inches. And he seemingly had no problem with his reads all round long, so this shouldn't be too difficult. Also, wir wollen ja nicht, dass er dahin in den Bunker rennt. Die Gefahr besteht ein bisschen, dass er dann links wegkippt. So, was spricht mir der Seitenbreak? Leicht von rechts nach links. Leicht von rechts nach links. Okay. Machen wir ein bisschen langsamer, dass er so reinkippt. Ah, komm. Ah, schon wieder ausgelebt. Boah. Ja, das waren so Situationen, die auch John Rahm gestern hatte und auch McIlroy. Die haben richtig gut gepattet eigentlich, aber es waren immer so Zentimeter, die gefehlt haben, dass der Ball auch fällt. Das kann natürlich dann auf Dauer schon ganz schön frustrierend sein, wenn man eigentlich weiß, man pattet heute richtig gut, man sieht es eigentlich, aber es fehlt immer so ein bisschen der Tick. Sehr schön. So, wir kommen unserem Ziel, dem zweiten Turniersieg, immer näher. Die 15, ein paar 4. Und da muss man jetzt auch wieder schauen, dass man den Ball klug ablegt. Am besten hier mit einem Fade. Dass ein bisschen hier das Fairway reinrollt. Ist natürlich klar, der Wind macht es uns schwierig. Der Wind macht es uns schwierig. Aber es müsste eigentlich so passen. Ja, startet ein bisschen arg weit links. Und nimmt die Kurve wenig an, aber das passt. Denke ich doch. Yeah, good swing. Ja. And a good result. Das ist aber natürlich schon die äußerste linke Kante. Noticeable breeze coming right to left as he ice his second. Eisen 8 werden wir schnell zum Liegen bringen können. Der Wind geht aber extrem von rechts. Extrem. Okay. Ja, der Wind wird ihn schon ein bisschen auch zum Stock treiben. Bin ich mir relativ sicher. Ja, komm, und jetzt lauf noch ein bisschen. Okay. A little long as we can see and a little to the right, but still makeable. If you had a good one. So, das ist Level. Okay, das passt soweit. Und das Ganze geht über links. Nicht viel. Ja, am Anfang gar nicht. Und dann hinten, wenn er langsamer wird. Okay, machen wir ein bisschen mehr. Dankeschön. Oh, yes, perfect putt there. It is in for birdie here at 15. And that's gonna move him to 24 under par. So, wir kommen zur 16, zur 17 und zur 18. Das sind drei hervorragende Schlusslöcher, die immer viel, viel Spaß machen. So, wir müssen hier ganz links anhalten und den Ball richtig schön drohen, damit wir hier aufs Fairway kommen. Ja, ein bisschen verrissen. Wir sehen es rechts unten, ein kleines bisschen verrissen, aber das passt soweit. Es ist sowieso immer schwierig, hier mit dem zweiten aufs Grün zu kommen. Yep. Ist natürlich ganz gefährlich hier, die Bahn. Aber wenn man auf Risiko gehen muss oder man ist noch ein, zwei Schläge hinter dran, dann muss man hier einfach Gas geben, hilft nichts. Oblique Net Punch, Approach und dann aber das Eisen. Na, wir haben Gegenwind, sehe ich gerade. Dann wird das Hybrid gar nicht hinkommen. Außer wir lassen es natürlich rollen, aber dann ist natürlich die Kontrolle schwierig, wie weit es rollt. Also es wird definitiv im Vorgrün aufkommen und dann lassen wir es rollen. Okay. Ja, ein bisschen mehr. Er müsste aber dann wirklich das Grün reinrollen. Ja, da ist noch eine kleine Welle. Okay. Na, schon wieder ein bisschen mehr Rück. So, jetzt die Frage, wollen wir den etwas noch kürzer anspielen? Wollen wir ihm mehr Roll mitgeben? Wir probieren es mal.
So, ich hoffe ja, dass ich ja demnächst genügend Punkte zusammenkriege. Oh ja, der war gar nicht schlecht, der war echt nicht schlecht. Weil ich habe nämlich gesehen, es gibt in Kürze Specs, gute Hybrid-Specs, die ich mir dann zulegen möchte. Yeah, did well just to advance the ball so far down the fairway. And now a fairly straightforward third shot. Ja, und für das Hybrid habe ich nämlich, glaube ich, noch nichts. Und da wären natürlich ein paar Hybrid-Specs. Glaub, Tony Finau, da ist ein bisschen Power mit drauf. Okay. 9 reicht das. Ja, eigentlich müsste der ja ein bisschen nach rechts springen. Ja, komm, einfach nur zum Stock. Ja, oder rein? Eagle! Darauf erstmal ein Schlückchen. Sehr schön. Ein Chip-In-Eagle, das ist ja nicht schlecht. Kommt auch sehr selten vor. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Bunkerschlag? Den haben wir doch gemacht, oder? Ja. Vielleicht war mal kein Sandsafe, weil es kein Paar war. Ich weiß es nicht. So, das ist jetzt natürlich eine ganz spannende Geschichte, weil hier versucht man definitiv hinter den Stock zu spielen. Wir haben aber auch noch Rückenwind. Also wie gesagt, hier versucht man eigentlich wirklich hinter den Stock zu spielen, damit er dann hier diese Welle runterkommt. Oh, wow, 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 wow. Ja, das Pitching Wedge macht aber nicht viel Spin. Und das 50er, ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, obwohl wir ja jede Menge Wind haben. Aber das P könnte auch ein bisschen zu lang werden jetzt bei dem Wind, ne? Das P könnte auch zu lang werden. Ein bisschen gegenfaden. Okay. Okay. Damit können wir, glaube ich, zufrieden sein. So, das ist natürlich ein ganz schöner Bergabputt, absolut. Das heißt, hier heißt jetzt den Ball nur antipsen. Antipsen. 5 Inches. Nee, wir machen hier richtig so, damit dann wirklich runterrollt und vielleicht gerade so reinfällt. Okay, ganz schön über links. Könnte mal jemand hier die Pitchmarke hier wegmachen aus der Puttlinie? Okay. Ja, lieber mehr über links, damit er dann praktisch zum Loch hin ausrollt, als dass er vom Loch am Loch vorbeirollt und dann uns wegrollt. Das ist auch immer so ein kleiner Tipp. Im Zweifel einfach ein bisschen mehr. Das ist sicherer. Weil das hat schon ganz schön Break hier gleich am Anfang. Ja, das war natürlich jetzt doch deutlich zu wenig und ist uns tatsächlich auch durch die Pitchmarke. Okay. Komm, aber das Pärchen wollen wir haben. No problems there. That's par here at 17. And he's going to stay at 26 under par. So, also die Sache läuft wieder mal hervorragend für uns. Im Moment sind wir wieder bogey-free und wir wollen jetzt die 18 nochmal sauber abschließen hier für das, ja, zum Ende dieser Runde. Und das heißt hier nochmal sauber Mitte Fairway und den Ball ein bisschen durch den Wind mittragen lassen. Ja, aber das macht er mir nicht den Gefallen. Der bleibt ein bisschen arg weit rechts. Jetzt hoffentlich nicht unter die Bäume. Aber das müsste passen. Da müssten wir Luft haben, oder? Frank, it's all about wo ist der Stock? Positive imagery, isn't it, here? Ach, on this da hinten. Shot at the 18th. You okay. Have to be precise with your target here. You can't be looking left at the water or mounds on the right. Plus, there's all the mounding on the screen. So, in the end, look at the flag, aim at the flag, go there. Ja, ja, der Wind wird ihn tragen und der Wind wird ihn lang machen. Eisen 7. Das Ganze springt dann unheimlich links rüber. So, am vierten Spieltag müsste eigentlich die Fahne irgendwo hier vorne stecken. Das klingt immer so einfach, ist es aber überhaupt nicht. So, Approach. Eisen 7 wird nicht allzu viel rollen.
Aber der wird noch ein bisschen mehr springen, wenn der aufkommt. Das heißt, nicht nur der Wind wird den darüber tragen, sondern wir lassen den dann auch da ein bisschen hinrollen. So der Plan, Freunde. Ja, er kommt. Springt nach links und rollt zum Stock. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Just think about it. You've got to cover nearly 2 football fields of distance and get it inside 5 feet. You wouldn't think that's possible. Doch, es ist möglich. Ihr habt es doch gesehen. So, Freunde, wir putten ein, hoffentlich nochmal zu einem Birdie. Und haben wieder eine bogeyfreie Runde mit einem Eagle. So a final look at the leaderboard, and this has just been a runaway so far. Our featured golfer miles in front with 18 left to play. I'm still scratching my head trying to find the difference between, you know, a featured player and the rest of the field, but it's just better off the tee, better approach shots, better putting, different league. So for Frank Nabilo, Nota Begay III, and Iona Stephen, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf. Ja, was soll ich dazu sagen? Also der Platz, der liegt mir, der macht mir richtig Spaß. 10 Under für die Runde und wir haben doch an der 16 tatsächlich ein Eagle gespielt, wo ich noch gemeint habe, es ist ja unheimlich schwierig und schwer. Aber das war natürlich auch ein glücklicher Chip, muss ich auch sagen. Also das hat mal wieder richtig gut funktioniert. Aber was mich natürlich noch mehr freut auf dieser Runde, wieder mal kein Bogey. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den ersten 2 Runden ein Bogey gespielt haben. Wir laufen hier einfach immer gut durch. Wir putten hervorragend, meines Erachtens, weil wir uns wenig lange Rückputz lassen. Also da sind wir mittlerweile ganz, ganz gut drin. Aber natürlich, ich weiß es, ich sehe es. Wir müssen an der KI ein bisschen schrauben, weil wir werden hier wieder durchs Feld marschieren und gleich am ersten oder nach der ersten Runde haben wir ja die Führung übernommen. Das ist natürlich immer ein bisschen außergewöhnlich, gar keine Frage. Nichtsdestoweniger hoffe ich, dass es euch wieder mal gefallen hat. Wir schauen, was wir hier natürlich wieder an Bonuspunkten bekommen und gucken mal, ob hier die Total Tokens uns tatsächlich vielleicht meinem Ziel, nämlich an die Specs zu kommen von Tony Finau, wenn ich richtig weiß. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, Daily Quest 2, okay. Da haben wir ein bisschen was erfüllt. Achso, da müssen wir raus. So ist richtig. So, jetzt sehe ich hier auch, dass hier wieder das Menü fehlt. Also ich glaube, da können wir gar nichts groß machen, außer dass wir hier jede Menge Daily Quests erfüllt haben. So, ah ja klar, das wollen wir nicht. So, jetzt schauen wir aber mal. Ne, da oben sind keine Menüs, also das ist merkwürdig. Da müssen wir mal checken, ob es da irgendwo ein Problem gibt. Ich denke, ich werde hier das Spiel nochmal neu starten. Okay, ich halte euch auf dem Laufenden, was jedenfalls die Specs angeht und das, was wir noch alles hier erwirtschaften wollen. Ich hoffe, euch hat es wieder mal ein bisschen Spaß gemacht. Ich glaube, es waren der ein oder andere gute Schlag, war auf jeden Fall mit dabei. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr demnächst wieder zuschaltet, wenn wir dann natürlich dann an den Finaltag gehen, in die Finalrunde und ich denke, diesen fast sicheren Sieg dann auch wirklich eintüten zum zweiten Sieg auf der Korn Ferry Tour, der uns natürlich helfen wird, möglichst bald den Sprung auf die PGA zu schaffen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns demnächst zur vierten Runde. Bis dahin sage ich Tschüss, ciao, cheerio und wünsche euch allen ein schönes Spiel. Bis bald.